Ja, liebe Angelfreunde, da sind wir wieder. Der Lothar und der Klaus. Der Siggi ist auch da, der sitzt da drüben. Der hat sich natürlich wieder den besten Angelplatz gesichert. Wir sind heute an der Elbe in Wittenberge. Und da pfeift uns gleich gewaltig der Wind um die Ohren. Die richtige Stelle. Wo steht der Fisch? Wie tief ist die Buhne? Wo habe ich den größten Erfolg? Siggi scheint es zu wissen und hat den anderen Anglern den wohl gerade besten Fangplatz weggeschnappt. Wie heißt es da so schön? Nur ein Köder im Wasser fängt auch Fisch. Also schnell die Haken beködert und dann ab in die Elbe damit. Ja, Lothar, was macht denn jetzt den großen Unterschied, hier an der Elbe zu angeln? Im Gegensatz zum Vorfluter. Ja, das heißt, unsere Elbe, die hat mächtig Power. Hier ist ein ganz schnelles Wasser. Das heißt, umso schneller das Wasser, umso aggressiver die Fische. Weil die müssen ja zufassen, wenn der Wurm kommt oder da liegt, weil sonst ist der ja weg nachher in der Strömung. Und deshalb entsteht das aggressive Beißen, weil uns so herausfordert. Ich meine, wir sind Strömungsangler. Und umso schneller das Wasser, umso sicherer fühlen wir uns zu Hause hier. Und wir haben nun mal die Möglichkeit, hier von Hinsdorf bis zur alten Warnberger Fähre, haben wir bis in der Flussmitte DAV-Strecke. Das heißt, uns stehen alle Möglichkeiten, hier einen Fisch zu fangen, offen. Das heißt ja nicht, dass wir immer einen Eimer voll Fischer mit nach Hause bringen wollen. Wir wollen ja den Brandenburger Leuten auch zeigen, auch besonders unseren Wittstocker-Anglern, dass es nicht nur Seen gibt, dass Flüsse und dann die Schönheit, wenn wir hier die Kamera drehen und gucken, alles fährt hier mit Fahrrad auf dem Damm lang. Wir haben hier Bäume, wir haben, wenn auch Steinkante, aber wir haben hier so ein herrliches Gewässer. Schöner kann es nirgendwo sein. Das erste Mal Angeln an der Elbe für mich. Ja, war schon immer ein Traum. Heute ist er wahr geworden und der Lothar hat mich mitgenommen. Das freut mich natürlich wieder sehr. Er war das letzte Mal vor 10 Jahren hier angeln. Also kann das nicht seine beste Stelle sein. Und ob es uns gelingt, heute hier einen dicken Fisch an den Haken zu bekommen, ich bin gespannt. Also, lassen wir uns überraschen. Ich angel auf Grund, ganz klar, hier an der Strömungskante und habe einen dicken Tauwurm dran. Also, dann mal los, Fische. Ach, die drehen schon weg. Die wollen bloß mal gucken, wer das Tier ist, was für eine Dusse sich hier rumtreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten noch sehen könnt. Das Polizeiboot ist ihm gerade hier gewesen, kurz rangefahren, gleich wieder abgedreht. Die haben gesehen, hier angeln Profis oder vielleicht kennen sie den Lothar sogar. Ich weiß das nicht, dass sie den schon öfter kontrolliert haben. Aber an alle Schwarzangler, versucht es erst gar nicht hier. Die kommen alle halbe Stunde vorbei und irgendwann haben sie euch am Wickel. Also Angeldokumente besorgt und dann hier richtig toll und ja, stressfrei angeln, würde ich mal sagen. Ja, aber stressfrei ist es ja wirklich noch im Augenblick, weil hier tuckt noch gar nichts. Okay, wir sind ja erst 20 Minuten da, aber ich habe gedacht, hier geht die Post ab. Aber wie sagt man immer so schön, die Elbe gibt, die Elbe nimmt. Bei mir hat es eben gerade mal ganz kurz gezuppelt an der linken. Da werde ich doch mal nachschauen. So, na mal gucken. Oh, ich glaube, da ist was dran. Ja, 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 ja. Der erste Fang, Lothar. Juppi. Aua, nein, ein Barsch. Und du weißt ja, ist der erste Fisch ein Barsch? Ja, eigentlich können wir schon wieder nach Hause fahren. Ihr könnt das jetzt gerade nicht hören. Siggi und Lothar, die tauschen sich beide aus. Und Siggi hat gesagt, die Fische beißen bei ihm wie verrückt. Er ist schon 6 Taumann los. Aber gefangen hat er bis jetzt noch keinen. Siggi, wie sieht's denn bei dir bis jetzt aus? Naja, ich angel bis jetzt mit einer Angel bloß und laufen knapp reingeschmissen und laufen schon ein bisschen. Aber ich denke mal, das sind die Blüten oder sowas. Denn die ruppen ja den Wurm runter, bleibt das Kopfstück manchmal dran noch und das war dann auch. Brassen. Das sind Brassen. Naja, oder Brassenlot, da ist egal.
Jeder sagt anders dazu. Ja. Deswegen, ich nehme erst bloß eine Angel, denn ich will ja jetzt noch nicht die ganzen Zauberwürmer verdauen. Ja. Denn ein paar Stück bin ich ja nur schon los geworden. Naja, man kann überlegen, ob man mit einer Angel angelt. Aber wenn es genauso ist, dann ist die gleiche Elbe wie in Sandau. Und wenn es genauso ist wie hier, dann kriege ich den Aal bei diesem Wetter auch am Tage genauso wie nachts. Nachts eher gar nicht. Eher am Tage. Müssen wir uns überraschen lassen. Ich habe da jetzt wirklich mal eine ganz, ganz wichtige Frage, die ganz, ganz viele Angler interessieren wird. Was mache ich, ja, wenn meine Taumahn so ein bisschen gelitten haben? Ich will nicht sagen, dass sie schon fast tot sind, aber viel fehlt nicht mehr. Schmeiße ich die jetzt weg oder kann ich meinen Haken damit ja doch noch beködern und habe eine Chance auf den Fisch? Na klar, jeder Wurm, solange er nicht auf den Haken zerschmilzt, ist es ein Köder. Wie gesagt, die Fische haben hier nicht viele Möglichkeiten, Nahrung zu finden. Weil das Wasser ist so schnell, die Nahrung ist ruckzuck weg. Die müssen kämpfen um jeden Stückchen Wurm. Und das tun die auch. Also nimm deine Würmer und angel damit. Also Siggi, deine Würmer kannst du dann auch noch nehmen. Ich habe nämlich von dir gesehen, die sind mausetot. Ja, das kannst du aber vergessen. Die habe ich heute gerade mal geholt. Denn die können nicht schon tot sein. Hast du denn schon mal mit toten Würmern geangelt? Nee, habe ich noch nicht. Wenn sie so weit sind und schon verfaulen in der Schachtel, dann braucht man sie nicht mehr nehmen. Hallo da. Ich habe auch keine verfaulten Würmer. Aber ich habe eine Angel mit Fetzenköder. Weil die Krabben fressen ja auch gerne mal so ein Stückchen Fisch. Und hier sind nun mal Krabben in der Elbe. Und die wollen ja auch leben. Wenn man mal gar nicht so geizig zu diese Tiere sein. Denn die Fischer leben ja auch von den Krabben. Also futtern wir sie ein bisschen groß und dann geht es schon. Ja. Aber liebe Angler, eins muss ich noch dazu sagen. Hier ist ein DAV-Gewässer. Und bitte überwindet eure Faulheit und schreibt einen Fangzettel. Auch wenn ihr nichts gefangen habt, reicht den Fangzettel am Jahresende ein in eurer Gruppe, damit wir überprüfen können, wie die Fischbestände hier sind. Tut das. Ihr tut euch selber einen Gefallen und nicht die anderen. Der Wind hat mittlerweile ein bisschen zugelegt. Ich gucke gerade auf meinen Windpuschel. Der bewegt sich ganz schön. Ja, ein kleines Problem mit dem Ton. Hoffe ich, ist nicht ganz so doll. Aber Siggi und der Lothar, die diskutieren beide auch gerade. Denn der Wind hat gedreht. Er kommt aus Osten. Wenn ich an der Dosse angel, da interessiert es den Fisch überhaupt nicht. Also jedenfalls den Aal und den Wels interessiert überhaupt nicht, ob ich Ostwind habe oder Westwind habe. Hier. Seitdem der Ostwind war an die Elbe, habe ich nicht einen Fisch mehr gefangen. Komisch, ne? Ja. Aber wir gucken mal, wir schauen mal. Da musst du hochgehen und dann musst du den Wind umleiten da oben. Wenn du ihn umgeleitet hast, dann kommt er vom Westen und dann beißt er doch. Dann kriegen wir auch Fische, oder? Wir kriegen sowieso welche. Und wenn es ein paar fette Brassen sind oder ein Aaland. Aber Fisch kriegen wir auf jeden Fall zu sehen heute. In einem normalen Angelvideo hättet ihr auf YouTube schon Fisch ohne Ende gesehen. Und zugegeben, hätte ich euch auch gern mal einen schönen Fisch gezeigt. Aber ihr wisst ja, jeder Tag ist Angeltag, aber nicht Fangtag. Und wir erzählen hier ja auch ganz normale Geschichten vom Wasser. Das ist einfach herrlich hier. Ein Tässchen Kaffee, die Elbe plätschert vor sich hin. Ja, der Köder ist im Wasser, die Fische beißen nicht, aber das ärgert mich nicht. Nein, da gibt es was anderes, was mich ärgert, das habe ich eben gerade erst wieder entdeckt und ich kriege schon wieder so einen Hals und schäme mich eigentlich für die Angler, die ihren Angelplatz so hinterlassen. Ja,
Nehmt diesen scheiß Dreck einfach mit nach Hause. Eure Mistkippen, eure Zigarettenschachteln und euer... Ich weiß nicht, was ihr noch alles hinschmeißt. Ey. Nehmt den Mist mit. Da steht auf den Zigarettenschachteln, steht oben, Rauchen kann tödlich sein. Deshalb lassen Sie die Kippen hier liegen, damit Sie nicht so früh sterben. Ja, ist unerhört sowas. Ja. Ich meine, ich habe früher auch geraucht, aber wir haben immer einen Aschenbecher bei uns. Und das kann nicht so schwer sein. Eine Blechbüchse macht das ja auch. Braucht ja nicht gleich ein Aschenbecher sein. Eine Blechbüchse macht oder ein Glas macht das ja auch. Aber das sind nicht nur Kippen. Das sind doch leere Bierflaschen und Büchsen und alles. Das muss einfach liegen bleiben. Weil so ein leichtes Zeug kriegen sie nicht mit. Voll, ja, aber das leichte nachher, wenn leer ist, das kriegen sie nicht mehr mit nach Hause. Das geht einfach nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Sind das Angler oder nicht? Manchmal sind das sogar Leute, die man kennt, wo man glaubt, das sind Angler. Na gut, und dann wundern wir uns, dass das Umweltamt uns überall rausschmeißt. Ne? Angler, ey. Denk mal drüber nach. Was würdest du denn als Strafe vorschlagen? Nee, ich bin kein Bestrafer. Wir müssen uns jetzt was ausdenken, Lothar. Nee. Wie wir diese Umweltverschmutzer zur Verantwortung ziehen. Nee, du musst es anders sehen, Klaus. Du musst es anders sehen. Soll ich da was dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Nicht nur mir, sondern unseren Zuschauern auch. Ja, ich sage unseren Zuschauern nur so viel. Es wird ja mit uns Anglern viel Mist gemacht von Seiten der Umweltbehörde. Wir dürfen ja an den Stellen, wo wir früher die Enten geschützt haben, die haben neben uns gebrütet, die haben Junge großgezogen, ist ja heutzutage nicht mehr, da dürfen wir Angler nicht mehr hin. Da wird Platz gemacht, da wird die Waschbären Platz haben, um die Nester zu räubern. So, ich kann die Waschbären nicht bestrafen, ich kann die Kormorane nicht bestrafen. Warum will ich jetzt die Angler bestrafen, die die Kippen liegen lassen? Kann ich ja auch gar nicht machen. Das können wir jetzt nicht so stehen lassen. Doch, so viel dazu, ja. So viel dazu, ja. Doch, so viel dazu. Ja, mach ich die Kamera jetzt aus. Ja, mach aus. Mach aus. Kamera aus und Drohne an. Mach ich eben einen schönen Drohnenflug um die Buhne von Siggi. Ist das nicht schön? Einfach atemberaubend. Hast du denn den Barsch gefilmt? Denn vielleicht war der einzige Fisch, der heute kommt. Und dann kannst du nicht mal nachbeißen jetzt dafür. Gucke ich wie immer auf meine roten Spitzen und es tut sich einfach nichts. Ja, jetzt frage ich mich, ob ich vielleicht meinen Wurm falsch aufgeködert habe, denn bei mir ist jetzt im Augenblick die Hakenspitze zu sehen. Also ich habe den Wurm raufgezogen und die Hakenspitze guckt raus. Früher war es ja so, wenn ich mit meinem Onkel angeln gegangen bin, ja, und der hat dann gesagt, ey, pass mal auf hier, zieh mal den Wurm richtig auf, da guckt die Hakenspitze vorne raus, also die muss bedeckt sein, sonst wird das gar nichts mit dem Angeln. Ja, heute ist die Hakenspitze zu sehen. Früher musste sie bedeckt sein. Ja, haben die Angler früher alles falsch gemacht? Obwohl, mein Onkel musste es ja wissen. Der hieß ja Zander. Also, ja, wie ist das eigentlich? Hakenspitze zu sehen oder Hakenspitze bedeckt? Der Wurm wird aufgefädelt und wenn der Haken rausguckt, guckt er raus. Und wenn nicht, dann guckt er nicht raus. Und dann ist es so. Das ist doch alles Schnee von gestern. Das muss doch nicht mehr sein. Wir angeln ja grundsätzlich, beim Wettkampfangeln wurde grundsätzlich mit offener Hakenspitze geangelt. Und das ist so. Das interessiert doch nicht. Die Karpfenangler,
Die angeln ja nur mit ganz freien Haken. Wenn die Beule ist, ja ein Stück vorn Haken. Das interessiert den Fisch überhaupt nicht. Wenn der Fisch so schlau wäre, dann würde er gar nicht mehr rangehen. Zum Glück ist er ja nicht schlau. Und somit geht Lothar ja einen Fisch an den Haken. Oh, da ist ein größerer Fisch. Ein größerer Fisch. Der wehrt sich. Wenn das ein Aal ist, ist es ein guter. Oh, guck mal, wie der wegnimmt. Ja, ja. Wenn es ein Aal ist, ist er ein guter. Guck mal. Junge, der kämpft. Da kommt er. Aber so groß ist er gar nicht. Mal hier, wie schön. Machst du mal einen Eimer auf? Pass auf. Der will nicht helfen, der kommt nicht. Ja, du sagst immer, gib Fisch. Ihr habt keine Geduld. Die beißen so vorsichtig, die Aale. Wie Plötzen beißen die. Wie Plötzen. Aber da ich das von Sandau kannte, habe ich mir gedacht, das könnte einer sein. Der erste Aal ist raus! Ich habe gedacht, meine Glocke geht da eben, aber das ist die von Sigi da hinten. Der kämpft auch gerade. Aber ich glaube, ja, nee, der hat nichts dran. Aber der Lothar hat uns eben wieder was vorgemacht. Der erste Aal ist raus. Also Aal am Tag, das funktioniert ja auch an der Elbe. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt bin ich wieder ein bisschen optimistisch. Also ein Barsch ist raus, ein Aal ist raus. Ja, also eigentlich können wir zufrieden sein. Ja, da geht heute noch die Post ab. Vielleicht. Ich muss nachher noch einen Gruß an meinen Schwager einbauen. Der Lothar hat ihm gerade gesagt, ich soll nachher noch einen Gruß an seinen Schwager einbauen. Das machen wir dann nachher noch. Lothar, wir machen das nachher noch. Einen Gruß an deinen Schwager. An deinen Schwager, an dich sozusagen. Ach so. Also vor 10 Jahren habe ich hier mit meinem Schwager Reini letzte Mal hier angelt. Ein liebe Grüße, Reini, von der Elbe. Da, wo wir vor 10 Jahren waren, habe ich jetzt den ersten Aal gefangen, kurz vor 5:45. Damit du Bescheid weißt, wir lügen nicht. Wieso? Wer lügt denn sonst immer? Ja, die Angler. Es gibt Angler, die fangen jeden Tag ganz große und sehr viel. Aber da gehören wir ja nicht. Aber Reini gehört dazu. Aber Reini gehört dazu. Reini kann angeln, ja. Aber Reini ist ein Forellenangler. Ja. Gut. Also, Grüße nach Bustrau an meinen lieben Schwager Reini. Ja, Reini, von mir natürlich auch die besten Grüße. Und vielleicht können wir ja hier mal mit Lothar zusammen angeln. So nach 10 Jahren. Wird mal wieder höchste Zeit. So, Abendbrot ist fertig. Ich warte noch. Ist natürlich ein Spaß gewesen. Der Dreck, den nehme ich natürlich mit. Und wie gesagt, an alle anderen auch nochmal. Nehmt euren Scheiß mit nach Hause. Und wieder heißt es, warten, warten, warten.
Jetzt sage mal noch einer, das sieht nicht lecker aus. Also Freunde, da muss doch was gehen. Ey, ehrlich. An die Strömungskante rangeworfen, so wie Lothar gesagt hat. Aber geht trotzdem nichts. Da. Jetzt fängt, ist noch da, jetzt fängt er noch mal an zu klopfen. Aber er zuppelt immer ganz, ganz sachte. Ja, ja. So machen die das ja. So, jetzt fängt er ein bisschen mehr an zu ziehen. Wenn du merkst, er hält fest, fängt er mal. Ja, jetzt fängt er an zu ziehen, jetzt fängt er richtig an zu ruckeln. Ja, jetzt ist er dran. Ja. So lange muss man warten. Das ist bestimmt jemand, ne? Ja, aber ein kleiner. Ja. Oder? Nö, der hat Maß, Lothar. So. Da ist er. Judy, der hat Maß. Den nehmen wir mit. Subi. Ja. Lothar ein, Siggi, ja, ganz klein. Und ich jetzt den, der geht schon, der hatte gute 55 und da passt schon ein Räucherofen. Ja, drei Stück, aber den ganzen Nachmittag ging hier gar nichts. Null. Null. Kein Biss, nix. Und jetzt innerhalb von, ja, ich würde mal sagen, 10 Minuten haben alle hier so Bisse in dem Bereich. Wie spät ist es jetzt, Lothar? Jetzt ist 10 nach 10. Also die beste Zeit, dass sie Aale beißen. Hier an der Elbe. Und 10 vor 11, ja, ist die beste Zeit, dass die Mücken beißen. Die Sache im Auge behalten. So. Wir werden die Sachen im Auge behalten. Ihr seht, wir haben zusammengepackt. Na, wie erfolgreich waren wir denn heute? Gleichmäßig, heute gleichmäßig verteilt. Bis darauf, Siggi hat die meisten gefangen. Leider waren die alle zu klein. Wie, Siggi? Wie viel hast du denn gefangen? Ich habe das eine gesehen. Drei Stück. Der hat drei Stück gefangen und wir hatten bloß jeder ein. Ich konnte keinen mitnehmen davon. Alle nicht maßig? Alle nicht maßig. Aber der erste war der schwerste. Ja, der erste war? Der schwerste. Mein Barsch. Mein Nachbar hier unten. Wollen wir nicht vergessen. Mein Nachbar hier unten, der hat auch eine Strippe auch. Ne? Hat er auch wieder reingeschmissen. So, ja, das war's dann mit unserem Angeltrip heute hier an der Elbe. An der schönen Elbe.
Ich denke mal, irgendwann werden wir ja noch mal herfahren. Ne, hier nicht mehr. Wir suchen uns einen anderen Trip aus, ja, so, wo wir nicht so schleppen brauchen. Also die Elbe ist lang, ganz lang. Und da finden wir viele, viele andere Stellen. Also altersgerechtes Angeln, ja, machen wir dann. Machen wir dann. Ja. Ihr seid ja beide nicht mehr die genau. Jüngsten. Genau. Ne? Ja. So sieht es auch. Also, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, bye bye. Aber und war nicht null. Nein, heute. Winke, winke, sagen wir da, wa? Jawohl. Ja. Jo. Ciao. Tschüssi. Ciao. So. Ja, prima. So, nu? Oh. Ich kann ja nicht sehen. Ich glaube, ich muss meinen Pullover auch noch ausziehen. Ey, das ist sau warm. Ja. Deshalb ist doch das Ungeziefer so.